Hallo liebe Community, hier ist wieder euer Totti. Ich begrüße euch hier auf dem PTU mit der Version 3.7.2. Und wie ihr seht, wacht man hier auf Area 18 auf Arcorp auf. Nicht mehr auf Port Olisar. Das gibt einen zu denken. Die Frage ist, liegt es daran, dass man Area 18 momentan nicht direkt anspringen kann vom Quantumsprung? Oder liegt es daran, dass vielleicht Port Olisar demnächst weg sein wird? Man weiß es nicht. Aber ich wollte euch heute mal mitnehmen zu einem ganz speziellen Ort, der demnächst auftauchen wird. Also kommt einfach mal mit. So, man sieht es schon ein bisschen an den Bannern. Demnächst gibt es die Aerospace Expo. Und zwar auf Arcorp. Hier wird schon überall schön Werbung gemacht. Offering a wide selection of certified GM vehicles, Astro are large, which is only a quality car, doesn't mean paying a premium price. Sehen könnt, war ja links der Durchgang versperrt. Da war ja eine Baustelle. Nun ist er offen. Und es geht zum Convention Center. Ja, der Shuttle fliegt leider gerade weg. Das war das letzte Mal. Steht auch schon ein Mitspieler. Dort geht es zum Area 18 Plaza, das Convention Center. City Flight Parcel, you be courteous to your fellow passengers. Keep
conversations and MobiGlass to a reasonable volume. A shared space with other travelers. Remember, we're all taking this journey together. Da ist sie schon. Ja, bei Star Citizen ist alles pünktlich auf die Sekunde. Ah, da drüben kommt die Bahn vom Spaceport. Normalerweise würden wir jetzt gleich abbiegen, aber nein, wir fliegen geradeaus weiter. Ah, das Runde da, das ist das Convention Center. Vorplatz der Expo. Wahnsinn. Sieht das geil aus, oder? Da fährt sie wieder. Oh, hier gibt es Tickets, Eintrittskarten. Ah, ein Coffeeshop. Snacks, die typischen Burritos, kleine Hamburger, denke ich mal. Prospekte der verschiedenen Firmen, cool. Das ist der Vorplatz. Viel Werbung. Eine M50 hängt da oben. Schön in gelb. Sein Himmel rot. Aber ist ein bisschen golden, ne? Wow. Gelb ist goldfarben. Cool. Werbung. Noch so ein paar Modelle. Ah, der Gladius. Ah, der Retaliator. Cool. Dürfte ein Sable sein. Merchandising. So wie es aussieht, kommt es hier. Sold out, ja. Ausverkauft. Bestimmt Sachen für 6 Mann. Haben wir Prospekte? Schöner Eingang. Noch mehr Merchandising. Modelle. Cutlass. Retaliator F77. Cool. Gibt es aber viele Merchandising-Stände. Da wird es bestimmt von jedem Hersteller irgendwie so ein T-Shirt und eine Mütze oder so geben. So wie das aussieht.
Werbevideos. Noch mehr Modelle. Cool. Constellation im Grund. Hammer. Ja, in den Aufzügen, da wird man dann dementsprechend zu den einzelnen Levels kommen, weil jeden Tag gibt es ja einen neuen Hersteller, der dort ausstellt und dementsprechend dann auch der alte, die vorher ausgestellt haben, bleiben werden. Mehrere kleine tun sich dann auch zusammen zu einem Level dann und dort wird man dann hinkommen. Das goldene Modell ist super. Notizblöcke. Cool. Nee. Gibt's das? Wie verliebt ist CIG? Guckt euch das mal an. Mit Post-its. Wie kann man es überlesen? Cool. Hammer. Der andere Tisch auch eins. Nee, das hatte keins. Das wäre jetzt ein Ding gewesen. Naja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Expo, wenn man sich da alle Schiffe anschauen kann. Wir werden dann dementsprechend auch ein schönes Video drüber machen. Bis dahin würde ich sagen, verabschiede ich mich erstmal und bedanke mich fürs Zuschauen. Viel Spaß. Ciao, ciao. Euer Tötti.